Howdy folks and very welcome back to Uncharted 4. Wir haben beim letzten Mal hier in der Höhle unter der Kathedrale des Heiligen Dismas in Schottland aufgehört bei diesem Rätsel. Ich habe ja ein bisschen rumgedreht und habe dann gedacht, naja, komm, machen wir offline weiter. Habe ich dann soweit vorbereitet, habe gespeichert und habe jetzt gerade geladen und musste alles nochmal wieder machen. Der hat das nicht mit abgespeichert, was ich gemacht habe. Und diesmal hatte ich das dann nach 3-4 Zügen irgendwie total schnell. Ich habe beim letzten Mal mich, glaube ich, zu schnell verrannt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall soweit vorbereitet, können das einmal rumdrehen und dann ist das Rätsel geknackt und in die andere Richtung. So. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein, diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. Hoffen wir, dass es stimmt. So. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Ein Eimer füllen? Man musste vom Heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Vermutlich nicht. Guck mal, was Nate eben ins Tagebuch reingeschrieben hat. Da haben wir nämlich jetzt einen optionalen Tag. So hat es sich angefühlt, da reinzugreifen. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Ah, das ist schon fies, wenn du da in so eine unterirdische Höhle, weißt du, schon seit Jahrhunderten kein Mensch mehr gewesen, und dann musst du da anfangen, in so Löcher reinzugreifen. Wow, sei vorsichtig. So wahr ich hier stehe, sieh dir das an. Wir sind direkt unter der Kathedrale. Meinst du, Rafe und Nadine wissen, dass das hier direkt unter ihnen ist? Tja, mit genug Sprengstoff finden sie es irgendwann heraus. Das stimmt wohl. So, da hatten wir noch eine optionale Konvo. Jetzt nehmen wir noch einen Schatz mit. Den finden wir hier drüben. So, da muss ich erstmal ein bisschen hier runter. Na? Machen wir das so. Drop mal einmal. Ich hatte nur jetzt Angst, dass er sich dann wieder nicht festhält. Ob ich da schon hin, nee, ne? Noch ein Stücken. So, jetzt. Okay. Und da drüben haben wir so eine Einbuchtung. Da können wir uns reinschwingen. Da haben wir einen Schatz auf uns warten. Huch. Hau mich die ganze Zeit da hinten an der Wand an. So. Oh. Oh, okay, haben wir geschafft. Da ist der Schatz hier bei dem Skeletor. Was ist das denn? Das sieht... Das ist doch ein... Oh nein, jetzt, Mist, jetzt muss ich den erstmal wieder finden. Augenblick. Seltsamer Anhänger war das, ne, oder? Ah ja. Das ist doch ein Firefly-Anhänger aus Last of Us. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich meine, ne? Ah, ich war schon auch in dem Spiel nicht mehr lange drin, aber ich meine, das war so ein Firefly-Anhänger, ne? Ah, Last of Us müssen wir unbedingt auch machen. Das ist so ein cooles Spiel. Huch, au. So, jetzt müssen wir wieder da hochklettern. Zurück zu Sam und weiter durch die Höhle. Oh. Das ist ein bisschen gefährlich hier. So, ja, dann auch nochmal bei euch oder an euch herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Für euch jetzt schon 3 Tage her, wenn ihr das Video beim Erscheinungsdatum seht, wovon ich Stand jetzt noch nicht ausgehe. Aber für mich ist es jetzt gerade brandneu. Es ist 13:01 Uhr an Neujahr, dem 1. Januar 2022. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie, und ja, okay, noch nie stimmt nicht, aber ich war schon lange nicht mehr so fit an Neujahr wie, wie dieses Jahr. Normalerweise bin ich dann immer komplett tot. Irgendwo auf Couch. Dieses Jahr funktioniert alles. Haben wir uns mal ein bisschen zusammengerissen. Ist auch nicht so verkehrt, muss ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt auch schön reinfeiern können. So, ja, ich sag mal, die Maße, in denen es halt geht dieses Jahr, ne? Wie letztes Jahr auch schon. Wobei, dieses Jahr war ja noch ein Ticken besser. Ich kletter mal eben da runter zu einem Schatzi wieder. So, was haben wir da jetzt?
Das sieht wieder aus wie so eine Tabakdose, oder? Oder Andenkendose. Vne, heißt es, Vne sollte me touch, me touch? So, das ist vielleicht gälisch, ne, oder? Könnte gälisch sein, wir sind ja in Schottland. Weiß es nicht genau. Ah, meine Augen sind irgendwie ein bisschen angestrengt heute, merke ich schon. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwie so heftig am Rumblinzeln bin heute. Ein bisschen weird. So, guck mal, da kommen wir hoch. Komm, ich helf dir hoch. Ich komme. Okay, ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Handgriffe in der Mauer dann zu kommen. Gute Idee. So, an die Haltegriffe in der Mauer da. In der da ja nicht. Ach, da drüben die. So, das sollten wir hinkriegen. So. Okay, super. Und weiter geht das. Ist man schon echt lange unterwegs hier, ne? In der Dismas-Kathedrale. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Wie Nate leider immer, ne? So, da haben wir ein kleines Höhlchen, Tunnelchen. Huch, ein kleines Tunnelchen. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen Au. Oh. Ja, ich pass auf meinen Au. Ach, echt jetzt? Ich sehe hier ein Licht. Ah, das kann jetzt auch in die Irre führen, ne? Da rennt man dann jetzt hier rum und sucht Schätze und Schätze und Schätze und am Ende gibt's ja aber gar keine Schätze. Aber trotzdem will ich mal gucken, wo rennt denn die Ratte dahin? Ach so, das war jetzt einfach nur rund. Ja, spannend, cool. Oh, so. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Okay, wir scheinen aber langsam, sag ich mal, in besseren Regionen anzukommen, weil hier sieht es jetzt alles wirklich auch nach Kathedrale langsam aus. Und nicht mehr irgendwie nur noch nach unterirdischem Höhlensystem. Und wir sind natürlich näher an unseren Gegnern. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Oh, das ist wieder Spectre. Die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Die Auktion war die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso
Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. So, bei unseren Gegnern hängt schon ein bisschen der Haussegen schief, wie es aussieht. In welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Darüber hüpfen? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. So. Ja, Nadine und Rafe. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob Rafe ihn wirklich einfach nur herauslocken wollte, also Drake. Ne? Weil ich meine, wir wissen ja, mit Drake auf deiner Seite findest du den Schatz. Das haben wir ja in den letzten Teilen auch schon alles feststellen können. Ich nehme hier immer noch, eben noch, apropos Schatz, einen Schatz mit. Da hinten dran. So, da haben wir ein Zinnkästchen. Und wieder durch. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Also wir sind hier jetzt schon relativ, also ganz klar unter der Kathedrale. Wir waren ja jetzt eben schon fast Kopf an Kopf mit unseren Gegnern. So. Okay, da müssen wir irgendwie hochkommen. Gibt es da irgendwo was zum Schieben? Guck mal da oben. Da oben gibt es was zum Schieben. Das muss ich mir mal holen. Kann ich... Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. So. Steht noch in meinem Garten. Ah, dann kann ich mich jetzt nämlich rüberschwingen, so ein bisschen runterdroppen und dann... Schön wär's. So, ist schon gefährlich. Aber ich finde das Klettern hier mit dem Kletterhaken, mit den Seilen, das ist so cool gemacht. Das finde ich richtig cool. Das ist noch eine mega Auffrischung für Uncharted. Für den letzten Teil auch nochmal ein cooles Gadget. Meiner Meinung nach bin ich ganz fest von überzeugt. Fand ich beim ersten Durchlauf schon cool. Und das vermisst man dann natürlich auch so ein bisschen, wenn man die ersten Teile wieder spielt. Wobei das ganze Spiel auch vom Charakter her so ein bisschen unterschiedlich ist, finde ich. Im Vergleich zu den Vorgängern. Aber ich meine, ganz klar, ist ja auch eine andere Generation, ne? PS4 und PS3. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Ja, ich glaube, dort waren wir schon. Da waren wir schon. Ach ja, genau, das ist die kaputte Brücke. Das haben wir ja vorhin umklettert. Aber trotzdem will ich hier einmal ganz kurz droppen, denn da unten haben wir noch einen Schatz, den will ich noch mitnehmen. So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich dann nicht irgendwo da unten lande und den ganzen Weg nochmal gehen muss. So, was haben wir da Gutes? Da haben wir Memento Mori Schädeluhr. Das ist ja auch cool. Okay. So, gut, dann haben wir jetzt hier die zerstörte Brücke sozusagen umgangen. Das hat erfolgreich geklappt. Jetzt sind wir da oben. Jetzt gucken wir direkt mal weiter. Aber echt. Was ist darüber? Haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Wird schon schief gehen. Boff. ich muss einmal ganz kurz da hoch. Da geht's nicht weiter, aber... Da gibt's auch wieder ein bisschen was zum Glänzen. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Oh, vielleicht geht's ja auch doch weiter, ich weiß gar nicht. Da haben wir jetzt einen schottischen Gerichtsstab gefunden. So, jetzt muss ich das Ding... Achso, nee, warte mal, mach mal weg. Jetzt muss ich mal eben gucken, also... Huch.
Da werden wir runter müssen, ne? Jetzt. Aber ich kann das da ja auch nicht ziehen, das Ding, ne? Irgendwie. Nee. Das funktioniert so nicht. Ach, aber da. Da geht das. Warte, dann droppe ich das mal. Dann können wir das doch so ein bisschen zum Schwingen benutzen, oder? Ich will das da runter haben. So. Und dann stelle ich das nämlich da vorne hin und dann können wir das benutzen zum Schwingen. So, oder? Wie ist es? So, guck mal, jetzt hänge ich da nämlich und jetzt kann ich mich doch darüber. So. Dann bin ich schon mal da. Sind eh nur Übergangslösungen. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Brücken sind eh nur Übergangslösungen. Okay. So, da haben wir wieder Hints auf den heiligen Dismas, unter dessen Kathedrale wir uns ja befinden. Ich habe übrigens geguckt, also die gibt's nicht echt, die basiert aber auf einer Kathedrale wohl. Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das ist schon wieder 2 Tage her. Sebastian? San Sebastian? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ist auch halb so wild. So, weiter geht's. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Okay, auch da finden wir einen Weg. Bevor wir das machen, droppen wir uns aber hier nochmal runter. Da haben wir noch eine Tagesbuchnotiz für uns. So. Was ist das? So, was haben wir denn da? April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz. Eine kryptische Nachricht meines alten Landsmanns mit vagen Versprechen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew, zu feige, einen Fuß in diese gottverdammte Höhle zu setzen, hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben? Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich den Rest deines Lebens heimsuchen. Oh, da hat einer auch nochmal richtig den Hass geschoben. Für Henry Avery kann man aber auch irgendwie verstehen, wenn der Arme hier jetzt, ne? Ja, okay. Er ist verendet, er ist tatsächlich nicht mehr rausgekommen. Obwohl er gar nicht mal so weit weg vom Ausgang war, ne? Schade eigentlich. So, wir gehen mal weiter darüber. Da sind wir ja doch auf dem richtigen Weg. So, okay. Wird schon schief gehen. Boah. Da hüpft man doch nicht echt drauf jetzt, oder? Oh. 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 Lauf. Und let's go. Nathan, halt. Nathan, halt. Okay. Wusch. Super. Okay. Schon schief geht. Und los! Nathan, halt! Es geht nicht, du bist zu niedrig. Hüpf doch mal mit drauf. Ich drück es runter. Los. So, jetzt geht das. Schafft's. Okay. Gut. Und ich? Ja, für dich finden wir auch noch einen Weg. So. Ja, Sekunde. So, pass mal auf. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Winde. Wunderbar.
Hänge aber wieder ständig an irgendwelchen Steinen fest. Okay, jetzt schmeißt er das Ding da drauf und jetzt haben die beiden auch das Glück, dass das genau auf der Wippe dann stehen bleibt und nichts dabei kaputt geht, ne? Huch! Hey, super Sprung! Oh, Mist! Oh! Oh, schnell! Typischer Nate. Typisches Nate-Glück. Okay, super. Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los. Bin ich ganz bei dir, Sam. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Ah, da haben wir wieder so ein Loch. Oh, Alter. Würde da nicht einfach so reinlangen wollen, ne? Dann gewöhne ich mich nie. Ja gut, scheint ja alles zu gehen. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das einzig wertvoll in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also. Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier. Schon klar. Bitte sei keine Falle. Wow. Erkennst du die Form? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist? Erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht? Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz da. An dem, wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Verstehst du?
rund geht's. Kleiner Blick. Ich muss erst klarkommen. Oh. Oh, god damn. So. Sam hat Nadine ein bisschen veräppelt. Sie ist aber schlau genug, konnte sich gerade noch retten. Ihr Handlanger hatte leider nicht so viel Glück. Oh, und jetzt geht hier alles den Bach runter. Oh, nein. So. Oh, das sind wieder alles so wirklich Last-Second-Jumps, ne? Klassiker. So, okay, Munition mitnehmen. Jo, 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 schnell in Deckung, schnell in Deckung. Deckung. Oh. Was ist der Plan? Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz dringend hier raus. Wo muss ich hin? Wo? Da ist ein Haken. Da ist ein Haken, okay. Los geht's. Erstmal schnell darüber, da habe ich schon mal sowas ähnliches wie Deckung. Weg von mir, Freund. Ah, das ist gar nicht so eine mega gute Position gerade wieder. So ein Ticken runter. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen gesafter noch. Wo willst du denn hin, ey? Willst du mir irgendwie gleich noch in den Kopf steigen? Vielleicht? Da ist noch jede Menge Platz. So, kleiner Augenblick, kurz warten. Dann den einmal ausschalten. Danke. Aber durch Sam durchgeschossen. Okay. Wir haben in ein Wespennest gestochen. Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet. So. Munition ist voll. Da drauf schießen? Oh ja, cool, da explodiert was. Mega. So. Super gut. Da gibt es auch jetzt bestimmt irgendwo. Guck mal, da haben wir mal eine Shotgun schon mal. Habe ich da noch was anderes? Ansonsten nehme ich die Shotgun erstmal mit. Stehe ich ja insgesamt nicht so drauf, aber gut, kann man auch mal verwenden. Ich will eigentlich auch lieber so ein Schnellschussgewehr jetzt. Einmal. So, nehmen wir die mal mit, die AK-47 hier. Ich finde es schade, dass man da nicht noch mehr Waffen nehmen kann. Komm schon. So. Verdammt, Nate. Ich höre das Feuerwerk bis hier. Was zum Teufel ist los? Lange Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Mhm. So, alles klar, wir sind wieder draußen. Ich denke, wir werden es noch nicht ganz hinter uns gebracht haben. Da sind nämlich jetzt auch wieder Kisten. Da, oh, nein. Ich muss das ausschalten. Wie mache ich das am besten? Muss ich in die Flanke? Da muss ich doch am besten bestimmt in die Flanke rein. Da komme ich nicht hoch, ne? Da irgendwo ein Seil oder was? Auch nicht. Ah, ich muss irgendwie in die Flanke kommen. Aber wie mache ich das am besten? Kannst du, Sam, den mal ablenken, irgendwie den Typen? Oder gehe ich auf die andere Seite? Ist vielleicht besser. Ich hoffe jetzt natürlich nur, dass der keinen 360-Grad-Spin hat. Das wäre sonst ein bisschen schlecht. Das kann ich ja auch nicht kaputt schießen da, ne?
Da oben ist schon gar keiner mehr. Ein Traum? Das ist ja ein Traum. Komm schon, komm nochmal raus, komm, komm auf. So, haben wir den? Brauch Ammo. Oh, jetzt habe ich auch Dynamit. Moment. Da haben wir noch was. So, alles klar. Nachladen und los. Da haben wir noch ein bisschen Pistolenmunition. Weiter geht's. Verdammt. Feuerschutz. Angriff ist die beste Verteidigung. So, komm. Und rüber. Das ist ein Scharfschützengewehr. Selbstverständlich nehmen wir das dann auch einmal, ne? So. Noch ein Scharfschütze. Not a chance in hell, mate. Sollen wir das mal behalten? Ich behalte das erstmal. Und hoch da. Oh, Moment. Da ist Ammo. So. Da switchen wir wieder auf die AK. Jetzt eh nicht mehr viel Ammo im Sniper Rifle. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Müssen wir darüber hüpfen? Darüber muss ich irgendwie da hoch. Ich versuch das mal. Oh, oder einfach nur da runter. Geht auch. Muss ich da runterrutschen? Ich rutsch mal. Ich finde auch so, dass das Kampfsystem tatsächlich hier mit den Schießereien weitaus besser als in den Vorgängerteilen. Da ist das irgendwie nicht so penetrant nervig, finde ich, wie in den Vorgängerteilen zum Teil. Oh ne, das ist eine neue, die will ich nicht. Wir müssen runter, ne? Runter, rutschen, rutschen, rutschen. Boah, da ist doch überhaupt gar keine Deckung oder was. Oh, aber ich kann schießen, schießen. Oh nein! Jetzt hätte ich gerade eigentlich schießen können. Mist. Okay, nochmal.